Oh ja, ich kann am Theoramunga mal rasten und beten. Das ist immer eine gute Idee. Und ja, Ondras Mörser ist das ganze Gebiet hier oben. Nähern und es identifizieren. Schreien, beten und ausruhen. Und setzt deine Reise fort. Ja, jetzt müssten wir Ondras Segnung oder so haben. Wir haben so viele aktuelle Effekte. Da, ein Gatis Segnung, zwei Verfassung. Ja, das ist gut. Was eine wichtige Botschaft von Hasanui Karo erhalten. Agrim, ich hoffe, dass du dich inzwischen von den harten Prüfungen im Magrans 10 erholt hast. Wenn du nach Nikataka zurückkehrst, musst du mich unbedingt im kaiserlichen Kommando in der Messing-Zitadelle aufsuchen. Der Weg nach Ukaiso liegt offen vor uns, aber ich brauche deine Hilfe noch in einer letzten Angelegenheit. In Glanz und Gloria, Hasanui Karo. Mhm. Ja, die Stadt übers Meer verlassen. Du warst durch die Transport in Kataka, als die Straße plötzlich menschenleer wird. Okay. Wieder die Angreifer identifizieren. Was willst du? Okay, bringen wir es hinter uns. Wenn sie unbedingt das wollen. Ich meine, die lauern uns jetzt schon zum zweiten Mal auf. Wer auch immer die sind. Stand together. Hey, are you blind? That works. Very well. That's not very helpful. What can I do you for? Oh. So, der ist ein bisschen. Boah, dicker Agenten. Okay, Xorti. Hast du irgendwas, was heilt? Wo ist it der? No can do. Okay, da haben wir schon mal einen ausgeschaltet. Komm, zersetz den da mal, der hinter Xoti her ist. Xoti, du heißt dich. Und gibst ihm dann eine Säule auf den Kopf. Oh, jetzt ist er schon tot. Gut, Xoti, jetzt beschwört er mal Hilfe. Du heilst dich. Hagrim, beleb mal Fenrir wieder. Leck. Leck ist nie gut. Ja.
Hey, watch it with that. Skeletsaboteur, wohl dicker Agenten. Ach ja, Alof könnte auch mal was machen. Kettenblitz zum Beispiel. So, es ist noch dein Voidicker Neophyt übrig. Und sie ist auch weg. Okay, Voidicker Rumtreiber. Exaktes Sinnschreiben. Dieser Brief wurde sauber in einem Quadrat gefaltet. Hagem geht durch das Todesfeuer mit Scherben von verbranntem Metall. Die Bedeutung dieser Gegenstände kann dir nicht in Gang sein, auch wenn der Zeitpunkt für uns alle überraschend ist. Wir sollten die Gelegenheit ergreifen. Töte Hagem, vertusche deine Tat nicht. Wir haben das Gesetz auf unserer Seite. Sorge dafür, dass das Metall in Isas Hände gelangt. Sie verschwendet ihr Potenzial in Perikis Aussichtspunkt. Lobe die vertriebene Königin. Okay, jetzt muss ich diese Isa finden. Of course. Ich finde das lustig, wie sie dann nackig rumliegen mit dem brennenden Händen. Du hörst schwer gepanzerte Fußstapfen aus deiner nahen Gasse. Die Straßen in diesem Viertel sind nachts größtenteils leer. Der Widerhall schwer gepanzerter Schritte zieht sich über das Kopfsteinpflaster. Du bemerkst zwei Mitglieder deiner Mannschaft, Gerudo, der Rothändig und Mindy, die mit dem Rücken zu dir an der Ecke vor dir hocken. Gibt's da was Interessantes? Die beiden fahren fast aus ihrer Haut und plötzlich bist du aufgelaut. Gute Götter, Captain, zischt ihm Mindy. Willst du selber zu Dodo erschrecken? Mir ist fast das Herz stehen geblieben. Mit einem dunklen Gesichtsausdruck schaut Gerudo, der Rothändig, um die Ecke. Und dann wieder dich an. Hier gibt es nichts zu sehen, Captain. Jetzt mal raus mit der Sprache, ihr Idioten. Dann lasse ich euch zweimal in Ruhe. Schweigend starren. So, so. Immer seufzt. Ach, sag es ihm doch einfach, Gerudo. Gerudo rollt die Augen. Wir haben einen ordentlichen Haufen Münzen gefunden, Captain, und wir wollen den ganz für uns haben. Ein Blick um die Ecke enthüllt einen alternden Weidevölker, der sich im Stile eines Adligen des Dürrwalds aufgetackelt hat. Das Licht der Laternen glitzert von den Ringen an seinen Fingern und Ketten und um seinen dünnen Hals. Verdammt, ich habe euch nichts, was du doch gesagt hast, dass das nicht die richtige Straße war. Seine Worte sind undeutlich, als ob die Zunge des Mannes zu schwer für seinen Mund wäre. Mehrere Männer und Frauen, alle zu schwer für dieses Klima, gepanzert, begleiten den Mann. Verzeihung, Meister, wenn wir Klappe dumm Kopf bei Magans Flammen. Ist es denn immer so heiß, 1000 Ducks für noch ein Getränk. Ducks. Sofort zurück zu den Defiant 4, bevor ich euch selbst bei den Wachen verpfeife. Macht nur weiter, aber denkt dran, dass eurem Captain ein Anteil zusteht. Das mache ich am besten selbst. Ihr beide könnt abschwören. Anständiger Fund, dann wollen wir mal ein bisschen Geld verdienen. Dann lasse ich euch zweimal in Ruhe. Sofort zurück zu Defiant. Wir sind keine Piraten. Emai fährt zusammen, als Gerudo einen dicken Schleimklungen ausspuckt, der langsam die Wand heruntergleitet. Götter, Ei, Captain, da gehen wir eben zum Schiff zurück. Das Paar zieht ab. Moral verloren. Nicht der Gruppe nähern. Eine der Wachen lehnt sich zum Mann. Das hier ist nicht die sicherste Straße, mein Herr, vielleicht. Es ist deine Aufgabe, mich zu beschützen und nicht wie ein Schullehrer zu schwätzen. Als du näher kommst, legt eine der Wachen einen Panzerhandschuh, den er trägt, auf die Schulter des Mannes, doch dieser windet sich aus dem Griff. Na endlich, jemand mit ein bisschen Grips im Kopf. Er kommt auf dich zu und gestikuliert ausschweifend mit seinem Arm, während er sich mit dir unterhält. Wegen dieser Schwachsinnigen haben wir uns völlig verlaufen. Wie kommen wir von hier zum Ankerplatz der Königin? So hieß es doch, oder?
Ja, Führer kosten Geld, oder nicht? Ich habe zufällig etwas zu trinken. Hast du denn auch die 1000 Goldstücke, von denen du gesprochen hast? Deine Waffe, Geld oder Leben? Weggeben, mach's gut. Edel mal den Weg erklären. Ja, mit Findigkeit. Seraphim erklärt dem Mann und seinen Wachen auf die klare und verständliche Weise den Weg zurück zum Ankerplatz. Du hast meinen aufrichtigen Dank. Er verbeugt sich tief und bietet dir einen kleinen Beutel Münzen an für deine Mühen. 15 Gold zu. Ja. Und ich habe meine Mannschaft davon abgehalten, was Dummes zu tun. So, Perikis Aussichtspunkt und da muss ich Caesar finden. Wer auch immer das nochmal ist und wo er oder sie auch immer arbeitet. Weil die bis an die Zähne bewaffnete Voidika-Anhänger kann ich nicht unbedingt auf mir sitzen lassen. Das ist nur eine Nekataka-Wache. Künstler kämpfen mit Worten, das ist leicht. Also in der Metallschmiede sicher nicht. Oh, hier gibt es noch Zeug, was ich pflücken kann. Ja, im Maita ist es nicht. Außer sie kennt vielleicht. Quench your thirst on the way up the mountain. Quench your thirst on the way up the mountain. Na doch, zeig mir mal, was du anzubieten hast. Du hast nämlich Ale auf jeden Fall und Milch und Reiswein. Dann nehme ich jeweils 50 davon. Ach, von mir aus auch 50 Bier. Und ja, ich habe die beiden Nachrichten. Hier bei mir. Okay. Schiff. Wow, ich habe super viel Ale, fällt mir gerade so auf. Und super viel Reiswein. Bauen wir das mal in der einen Reihenfolge auf. Essen wird eh nicht so viel verbraucht wie trinken. Gerade mal die Hälfte. Seltsame Laterne, was soll die kosten? Und hier oben ist niemand. Gut. Wasserformer-Gilde wird sie auch nicht sein. Das Metall in Isais Hände. Sie verschwendet ihr Potenzial in Perigis Aussichtspunkt, aber. Aussichtspunkt Küche. Vielleicht hier unten. Ich glaube nicht, dass es die Schmiedin ist. Die heißt ja Marie hier. Aber nee, an der Küche ist gar niemand gerade. Okay. Das heißt, ich mache hier jetzt erstmal einen Cut. Also speichere ich. Das ist jetzt dann endlich mal LP067. LP067. Speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.